Mein Gott, sind ja viele neue Symbole jetzt. Ja. Das ist halt Endgame dann. Ereignis Wohnviertel. Verfährt in 23 Neighbor. Minuten. Nein, da müssen wir uns beeilen. Neighborhood. Aber ja. Daniel, wir haben doch eine Möglichkeit, uns zu beeilen. Wir haben Pferde. So. Wo bin ich hier? Ach, das ist da, wo wir letztens waren. Hier ist direkt eine neue Quest. Mal direkt annehmen. So, was ist das? Sanktum der Yashri. Ich glaube, ich hatte mal eine Nacht. Hast du gerade einen Racial Slur gesagt, Daniel? Ich glaube, das war das Endwort. Ich habe nicht gerade den 18 Minuten schaffen. Hier sagen wir, was in 52 Minuten. Können wir mal abchecken. Knock it off until I shake and come, N-word. Also, nein. No. Hast du was eingesammelt? Ja. Okay. Na, guck mal, was wir ja machen können. Da unten ist die Quest. Und daneben sind die ganzen Flüstergaben oder was auch immer das ist. Stirb, Ratte! Ha. Okay, Ratten können wir immer noch one-shotten. Da beruhigt, kannst beruhigt sein, ne? Alles klar, ey. Sogar die Schweiß von meiner Stirn mit meinem Taschentuch abtupfen. Da. Gegner! Ich brauche mehr Wut. Da ist er drauf. So, no, 6 von 100 habe ich gerade. Ich habe 3 von 100. Ja, wir müssen die Dinger hier einsammeln. Ah! Gott. Okay, gehen natürlich nur das Zeug einsammeln. Was ist hier? Bitte um die Hilfe des Wächters. Muss mir einer. Irgendwas soll hier sein. Ich weiß noch nicht was. Guck mal, was das Ding ist. Das sieht neu aus. Okay. Ich habe wir sind schon Spieler. Wir haben es geschafft. Boah, jetzt nehmen wir uns hier alles weg. Eisenwolfschwert. Ich habe eine Quest gefunden. Dann nehmen sie uns hier alles weg. Lass das Wagen. Herbalist ist bald erreicht. Allerdings ist auch eine Quest. Brennender Harald der Mutter. Ich bin noch nicht. Nein, nicht Harald. Oh, hier ist deiner Kopf so. Oh, auch. Oh, ein heiliger Ring. Oh, ich will auch. Er ist aber golden, also. Der Tempel der Reue. Ist denn das? Heiliger. Das so besonders, weil das heilig ist, irgendwie nix, ganz ehrlich. Säubert den Tempel der Reue. Sollen wir mal da reingehen? Irgendwann ist damit 48 Minuten. Könnte gut sein, dass die seltenen Gegenstände, also die goldenen, jetzt heilige ersetzt wurden.
Oder eingehen. Weiß ich, was das hier ist. Das ist eine Möglichkeit. Weil das Ding ist golden, aber da steht halt Heiliger anstatt seltener. Ah, jetzt hat hier so einen Keller. Okay. Ja, das ist eine prächtige Tour. Ich will auch aufmachen. Nein. Ah, wir müssen genügend Gegner abschaffen. Töte schneller. Alles klar. Das war Explosion. Jetzt wird randaliert. Jawohl. Was sagt denn? Der Schuh ist geöffnet. Ich bin noch nicht bereit. Schnapp mir die alle. Birch, Heiliger. Auf die Zuge, die ganzen geilen Sachen, ich will auch was haben. Was ist denn daran geil? Ringheiliger. Was ist hier drin? Ne? Ach, da steht Heiliger. Legendärer Ring. Ah. So, pff, plus 369 Schaden. Was? Ist aber noch gelber. Ja, sag ich doch, die sind golden. Ich glaube, die wurden ersetzt, Daniel. Der ist das. Ich habe sowieso nur noch goldene da, also her damit. Ich glaube, die seltenen goldenen Sachen wurden durch Heilige ersetzt, du. Alle goldenen Sachen, meinst du? Ja, weiß ich nicht, kann ich. Ich habe jetzt. Warte mal, ich habe hier ein. Wert. Weil all meine gelben Sachen sind jetzt stärker als meine legendären, so. Ja, dann ist ein Schwert. Ja, da steht Heiliger. Aber ich will aber legendäre Sachen haben. Vielleicht sind die sogar noch besser als legendäre dann. Ja, die machen auch plus 316 mehr Schaden mit der Waffe. Ja, aber ja, wertemäßig sind die besser, aber nicht fähigkeitsmäßig, ganz ehrlich. Ja. Also das sind eine Menge Werte. Ich glaube, da will ich gar nicht wissen, wie die legendären, die orangen Sachen dann aussehen, die auch heilig sind, dann noch stärker. Wer ist denn für einer? Die legendären Sachen durch einzigartige Sachen ersetzt. Kann auch sein. Ich habe ja schon legendäre vergessen, was ich. Hast du was gefunden? Nö. Nur du gesagt, okay, wer ist das denn oder so hast du gesagt? Ja, der Ladebildschirm, da war irgendwie so, okay. so ein komisches Blobmonster irgendwie. Ah. Oh, das wurde wieder resettet, ey. Ich bin noch nicht bereit. Diese 100 Sachen da einsammeln. What? Bei mir jedenfalls. Ja, bei mir auch. Haben wir jetzt schon noch 100 gebracht? So. Ich habe eigentlich gedacht, wir kommen ja so nach links irgendwie, aber irgendwie nicht. Weil da links ist irgendwie so ein Questgebiet. Du würde dich. Wir müssen uns erstmal so reintasten in den ganzen neuen Funktionen. Mal gucken, was passiert, wenn wir 100 von den Dingern einsammeln. Ja, wir bestimmt hinkriegen. So.
fordern sind die Gegner jetzt noch nicht. Ach, dieses Schwert, was wir gerade gefunden haben, da müssen wir den eingeben, weil wir gerade die Quest ja angenommen haben. Okay. Ja. Bares für Bares. Ich habe ein Schwert geborgen. Ich kenne diese Klinge. Das ist Asharas eigenes Schwert. Ich auch. Die restlichen Wölfe werden Mut fassen, wenn sie hören, dass ihr es gefunden habt. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Oh, geil. Wir haben ein Schwert gefunden. Yay. Ja. Jetzt können wir wieder aufatmen. Hochlandreif. Heilig. Ich glaube, jeder Rüstungsgegenstand, den wir jetzt finden, wenn die Gold sind, sind jetzt besser. So, oh, ich kann mal einfordern hier wieder. Oh, nice. Fertigkeitspunkt. Boah. Ich noch nicht. Boah. Dieses gefakte. Oh. Oh, ich weiß jetzt nicht. Ich gleich. Vielleicht noch ein Paragon-Punkt. Was ist das überhaupt? Sanctum der Yashiri. Das Belohnung für den ersten Abschluss. Mal schauen. Ich benutze ja nicht viel. Ich benutze ja die ganzen Aspekte nicht, ne? Wenn wir irgendwas für Totenbeschwörer finden, kannst du ja Bescheid sagen. Ich brauche jetzt nicht keine, ich brauche keinen Aspekt hier im Moment für. Was ist hier? Hier soll irgendwas sein. Ich habe hier so eine Quest. Ich benutze die Aspekte volle Kanne. Oh, was ist hier? Nichts. Wie kommt man auf die linke Seite? Gar nicht. Totengeflüster. Wenn ich auf die Karte gehe, steht unten grausige Gaben 2 von 10. Okay. Also müssen wir irgendwie, weil nicht. Ich habe keine 10-mal irgendwie 100 Typen erlegen oder so. Ja. Ja. Ist hier mehrere die Ritter. Jetzt habe ich zum Einfordern. Mein Gott. Ich habe schon wieder was für dich, Daniel. Willst du da dran? Ne, das ist ein Zauberstab, schon gut. Trott. Kann ich trotzdem gebrauchen? 5 Waffen? Hallo? Da. Hier ist schon wieder. Jetzt schon wieder so ein Questgegenstand. Eiswolf-Rüstung. Was ist das? Erneut zu Diensten. Ich sag nicht, wir müssen schon wieder zu den einen Typen zurück. Boah. Der sein ganzes Set hier irgendwie verloren oder was? Sieht so aus. Das. Machen wir die Ritter ja alle platt. Was ist das denn? Können wir jetzt hier mal irgendwas machen? Nö. Die bleiben immer noch ein Geheimnis, die Dinger. Baum irgendwie auch noch irgendwie machen, ne? Können wir irgendwie was eintauschen oder so, haben die gesagt. Nein, voll weggerannt.
Ritter. Dezimieren der Ritter in Kaldion. So, jetzt haben wir 3 von 10. Also ich habe jedenfalls 3 von 10. Da wird schon irgendwas bringen, ne? Ja. Guck mal erstmal. Warte mal auf 10 so füllen oder so, keine Ahnung. Dann können wir mal zum Baum zurückgehen. Guck mal, der hat so gesagt, so, oh, ja, was Gutes getan. Ja, wir haben jetzt 100 von 100. Irgendwie ist aber jetzt nichts, eine Meldung oder so gekommen. Bringt wenn ein Partikel zum Altar der Ernte. Was man das hier machen? Wir sind noch neu, erklärt uns hier weiter. Bis jetzt geht das ja noch von der Schwierigkeit. Also wenn wir vielleicht in so eine Festung oder irgendwie so reingehen oder so Dungeon. Hallöchen, na? So, jetzt hinterlassen wir nicht mehr solche Dinger. Kann man jetzt hier was machen? Ich glaube ja, ne? Altar der Ernte. Ja. Wer seid ihr denn? Na? Ich muss warten. Ich hab den mal weggeschubst. Ich hab sie in die Quere. Ratten den Schatten, pass auf! So, kann er mal das Ding da deaktivieren? Ich kann da nicht rein. Dann zieh ich dich da raus. So. Oh, da ist noch einer. Oh, da war noch einer. Schwerster Fuß. Neben der Hand. Bei mir war was anderes. Schwer gefärbter Schwemmohr oder irgendwie so. Schwerter Femur. Okay. Unter dem flüsternden Baum im boshaften Bau zusammengefügt, um einen mächtigen Gegner zu beschwören. Aus Flüsterntrunken gesammelt. Kann man eigentlich ein bisschen veredelt werden. Okay. Ja, hier ist irgendwie was, aber ich weiß nicht, was. Mal ganz nach oben, da ist so eine Dungeon. Da kriegen wir 5 von diesen Dingern. Wir haben ja schon 6 von 10. Dann haben wir noch eine Stunde Zeit anscheinend. Guck mal. Ich will einfach nur wissen, was passiert, wenn wir das Ding füllen. Mit welchen Mechaniken so lernen, ne? Da können wir mal sehen, wie schwer die Dungeons jetzt hier sind. Knack. Oh, du hast mich mit deiner Keule berührt. So, okkulte Foren.
Und dann kriegen wir einen Aspekt. Ich weiß nicht, ob das nur für mich ist. Steht nicht, da steht ja, nicht nur an. Was ist denn die Fähigkeit? Irgendwas mit Dornschaden, glaube ich. Verursacht Dornschaden eine Chance von 20% allen Gegnern in euch Schaden zuzufügen. Ich habe so ein paar Dornfähigkeiten. Ja, ich kann auch Dornen haben. Das ist nicht nur für Bada. Das ist nicht. Kann ich Schaden, die Dinger freizuschalten. Au! Der war hier so darauf hin am Arbeiten, legendäre Sachen zu tragen, und jetzt kriegt er wieder goldene. Ja, ja, ne? Gold, meine legendäre. Ja, wir tun definitiv wieder schneller leveln. Der hat einen orangen Arm, war das schon immer so? Hat neben dem einen Champion neben seinem Namen. Ja. Den sein Name war orange. Ja, das weiß ich nicht, aber ich glaube, die sind jetzt sozusagen die Ersatz für die Elite-Gegner oder so. Hm. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch einen Elite-Gegner finden können. Sonst glaube ich, die wurden ersetzt. Mal schauen. Also wie ich da verstehe, die goldenen Objekte sind sozusagen die Heiligen. Die ersetzen jetzt alle goldenen Objekte. Ja, ja. Ich habe bis jetzt nämlich noch nichts Seltenes gefunden. Also die goldenen waren vorher selten. Und jetzt sind es halt heilige Objekte. Ja. Jetzt will ich eigentlich nur noch wissen, was passiert, wenn wir so einen orangen Gegenstand finden. Ob die dann auch heilig sind. Ich habe schon legendären Gegenstand gefunden, also. Der war auch heilig. Nö, ja, der stand legendär. What? So, wir müssen alle Gegner hier töten. So. So, hier ist ein Elite-Gegner, glaube ich. Der hat einen orangen Namen, Hauptmann der brennenden Toten. Und da oben, ja, da oben steht Champion. Ja, ja, genau, das meine ich. Ich bin nicht überlegt. Also alles wird durch alles ersetzt. Gegenstände, Gegner werden ersetzt. Wir müssen immer auch die Schwächeren behalten. Wir können auch nur Elite-Gegner haben, es gibt dann gar keine Minions mehr. Geil. Die leuchten auch so komisch, die Gegner hier. Was ist denn los? Ah! Nein, ich will da nicht rein. Meine. Oh nein, vergessen das Schwert. Ich muss warten. Ja. Ich bin auch mal was Legendäres. Was ist das alles hier? Ich muss so viele Sachen fallen lassen, ich halte das nicht aus. Hm. Kann ich dann hier noch leveln? Wollte ich jetzt wissen, was ich noch meine Fähigkeiten hier. Aua! Du Sack! Ich bin gerade am Skillen. Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, wo ich meinen Fertigkeitspunkt hier einpacken will. Weiß das. Okay, irgendwie habe ich keinen Fertigkeitspunkt gekriegt. Hast du Regionsfortschritt? Ja, ich habe den eingefordert, oder nicht? Ja. Aber ich habe hab ich noch nicht eingefordert. Ich bin ein Idiot. Er versucht, ihr habt mehr kritischen Trefferschaden. Ich will auch irgendeine Passive. Ich weiß nur nicht welche. Ich habe hier so viele Sachen, Daniel, die für dich rumliegen. Da gibt es gar nicht. Geschieht ein Versuch, der oh, das nehme ich perfekt. Jetzt nehme ich, erhalte mehr Heilung aus allen Quellen. Oh, ich habe keine, ich habe meine Heilfähigkeit habe ich nicht mehr. Ich habe mal so einen Ruf, mit dem ich dich auch heilen konnte. Ja, super. Außer du hast irgendwas zum Heilen.
Ah, was war das? Na, ich brauche mich doch gerade ein bisschen. Ding, alles okay. Wo sind die letzten beiden? Da. Das. Okay. Heißt nach Anbau der Hölle. Okay. Nein, wir waren schon in der Hölle. Nein. Sind so viele goldene Sachen, das gibt es gar nicht. Das ist ein explosiver Teleporter. Ich schmeiß dich vom Balkon. In Gedenken an Großmagier Emmaus. Pergament. Ich traf ihn vor Jahrzehnten. Er war es, der meine Bewerbung für das Heiligtum ablehnte. Er nannte mich machthungrig und rücksichtslos. Das war ich auch. Diese Ablehnung war ein Geschenk. Die Story? Sie hat mir den Weg gewiesen. Hörst du auch hier, der Tagebuch? Ich ermutige, kühnere Mentoren zu suchen. Jetzt besitze ich die Macht, die ich einst suchte. Als wir das Heiligtum eroberten, tötete ich ihn persönlich. Er weckte ihn von dem Tod. Jetzt erfüllt er all meine Wünsche. Ein angemessenes Vermächtnis für einen Mann. Oh. Wir sind auf meine AP achten hin wieder. Ah! Oh, der tut. Oh Gott, komm mal her, die Leute hier. Wo geh ich eigentlich auf den los? Das ist wieder so eine Säule, die mir einen Bonus gibt, ey. So, jetzt habe ich mal Legendärs gefunden. Ich habe einen Pilz werfen, Heilige. Oh, da ist ein Rasselschüttler. Ja, ich höre. Bist du das? Ich sehe gerade hier so ein Ding. Schreien der Gier. Oh nein, da ist dann einfach uns mehr Geld gibt. Noch einmal, aber ich hatte nicht gerade irgendwie. Ich hatte das aktiviert, ey. Nein. Deine wilde Schwerter. Wollte nicht. Muss ich jetzt hier die ganze Zeit wieder legendäre goldene Sachen ausrüsten? Ich glaube ja. Ich mach das nicht. Die sind aber so viel stärker, ey. Plus 225 Schaden. Gezeichnete Kante, ja. Ah, dann weg mit meinen legendären Sachen. Ich stehe auf heiliges Zeug. Plus 316 Schaden, ey. Na gut. Will ich ja sehen, ob das, ob's das bringt oder nicht. Ich bleib bei meinem legendären Zeug. Ding der Gier aktiviert. So, jetzt brauche ich ein paar Gegner. Kommt her. Ich muss das Geld aussehen. Ausprügeln. Gib mal Pausengeld. Ich bin noch nicht bereit. Oh, so viel Geld, so viel Geld. Ich
Also versuch mal der Gegner. Ich muss mal. Seelenschuss. Okay. Was ist er denn? Da ist er mit fast gar keiner AP noch auf uns zugekommen. Einfach mit dem Hammer zerquetscht. Mir diesen Schrein. Schrein der Verbindung. Oh, nice. Boah. Ich muss warten. Ich gehe auf eine Seite, du gehst auf eine andere Seite. Ich muss. Das Ding jetzt zum Beispiel blau, das ist aber auch heilig. Das ist nicht nur golden. Alles klar. Aber die legendären Waffen, die legendären Sachen sind nicht hochgelevelt. Anscheinend. Sie sind legendär. Ich glaube nicht, dass die hochgelevelt werden müssen. In dem Sinne. Also die Fähigkeiten sind ja jetzt schon ziemlich gut. Ja, aber das macht die Werte von denen ein bisschen schwächer. Also um einiges. Ich habe hier so viele Schwerter. Alles für den Daniel. Das gibt es gar nicht. Ich muss warten. Und ich werde die einfach da liegen lassen. Oh Gott, auch. Ich finde schon genug Sachen hier. Nämlich bist du gar nichts. Ah. Hier ist irgendwie ein Boss, glaube ich. Muss ich da mal trinken. Verschlossen. Mehr bist du denn? Alle auf in uns. Blauer Schlüssel. Jetzt habe ich einen Ring zum Beispiel bekommen. Die Aufgabe von Sprung. Ich habe da nicht Sprung. Was soll ich damit? Ich weiß auch nicht, wie man springt. Na gut. Das Urteil der Mutter. Mal mehr, du Stück. Boah. So begrüßen wir Barbaren und haben einen Hammer in die Fresse. Ha. Ha. Oh Mann. Yay.
Legendäre Axt. Ja, Aspekt. Yay. Dieses Ding aber auch aufgefüllt. Ist aber 11 von 10. Nice. Da, ich habe jetzt eine legendäre Axt bekommen, aber die ist schwächer als meine jetzige Dings hier. Und jetzt jetzt goldenes Schwert. Ich nehme an, wenn wir auf Level 70 sind, dann werden die Dinge auch hochgelevelt oder so. Kriege ich noch hier? Ich kriege keine Geschicklichkeit mehr. Mal rein. Okay, cool. Dann gehen wir mal hier hin und geben die Quest ab. Sie waren eigentlich hier reingegangen und haben nicht die Quest abgegeben. Ja, nicht. So, jetzt, jetzt wenn ich auf diese ganzen Dinger hier drauf klicke, die uns hier diese Dinger, diese grausigen Gaben geben, steht da, kehrt zum flisternden Baum zurück, um eure Belohnung zu erhalten. Ich reg uns. Nein. Oh, ich glaube, wir sollten irgendwann auf dem zersplitterten Gipfel machen. Weil ich habe 590 von 600 Regionsfortschritt. Wenn wir das abschließen, kriegen wir 4 Paragon-Punkte. Und das klingt relativ cool. So. Danke, dass ihr mir das gebracht habt. Nimm die Rüstung. Diese Rüstung gehörte einem Freund. Jetzt findet noch meine Socken. Mit etwas Arbeit wird sie eines Tages einen anderen Eisenwolf schützen. Meine Wolfsocken. Wolf Krieger Socken oder was auch immer. Eine Lapis Schutz. Ein normaler Brustpanzer. Der ist selten. Also gibt es doch noch seltene Sachen, alles klar. Ja, die sind halt nur immer noch gleich stark. Sind seltener geworden. So, gehen wir mal zum flüsternden Baum zurück. Du hast ja auch 11 von 10, oder? Ich weiß nicht mal, welche Quest gerade an ist. Bei mir steht Totengeflüster. Nein, wenn du die Karte aufrufst, unten. Da steht Totengeflüster, grausige Gaben. Ja. 11 von 10, ja. Ich habe 11 von 20. So. Dann gehen wir mal zu den Kopfbaum und ja. Das ist ein Baumkopf, Mann. Das sieht abgenutzt aus. Ich kann es reparieren. Muss ich alle meine legendären Sachen jetzt auseinandernehmen, um die Skins freizuschalten? Ich kann das zerteilen. Dann gib mir eben die Skins dafür. Menge Skins. Ruiniert nicht die ganze Arbeit. Kannst jetzt ja auch legendäre Waffen kaufen und so. Ja. Segen und Dank sei euch. Wir sehen im Inventar jetzt auch ein bisschen anders aus. Sie haben irgendwie so, so eine heilige Aura irgendwie. Goldenen. Oh, weil die heilig sind, ne? Ja. Heilig, 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 heilig. Ein, einer.
Wir haben getan, was ihr verlangt habt. Jetzt überschüttet uns mit Gold und geiles Zeug. Wie viele Leute ich will ein Gewand aus reinstem Gold. Müssen wir uns hier anstellen? Es ist getan. Große Brustpanzersammlung, Beinschützersammlung. Also ich kann entweder zwei weiße oder was Legendäres auswählen. Ich frage mich, was ich hier auswähle, ne? Ich habe irgendwie nur weiße Sachen da gehabt. Ja? Ja. Ich habe einen großen Brustpanzersammlung, legendär. Und Level up. Gut gemacht. Jetzt habe ich mit dem geredet. Ja, was ist denn da jetzt, Alter? Was zum Teufel? Was ist denn da jetzt alles rausgefallen, ey? Fucking hell. Also der Tor bekommen wir jetzt. Oh, ich hab die Gewölbe des verlassenen Albtraumsieges, heilig. Ich hab einen Siegel gefunden. Doch die Zeit drängt. Wer gefunden wird, kann auch wieder fallen. Ah, cool, ich kann jetzt, So, ich hab mit dem Baum geredet. Vorerst. Wir werden schlafen. Und sei es nur um von den freigeschaltet. Cool. Ich glaube, die sind aber erst Level 70 oder so. So habe ich dann auf der Karte gesehen, ne? Warte mal. So, müsste eigentlich mal abwechselnd reden, Leute. So. Nicht solange ich in der Stadt bin. Ich glaube, du musst noch mit dem Baum reden. So. Okay. Ist eine Menge Zeug rausgeflogen. Ich habe gerade gesehen, ey. In eurem Inventar, meine Abhüb Dungeon zu aktivieren. Ihr könnt euch dann zum Eingang des Dungeons teleportieren, wie ihr in diesem Kartensymbol auswählt. So. Stärkte Elite Gegner Gift Verzauber Monster Gift Schaden. Also wir können jetzt irgendwie so ein Ding aktivieren im Inventar. Da kann man so ein Altrom Dungeon machen. So, warte mal, will ich überhaupt hier lang? Intelligenz, ich brauche keine Intelligenz, geh weg. Rüstung, da gehe ich lieber hier lang. Kommen sie ja wieder ja ganz rum. Oh, was ist das denn? Ich habe eine andere Glyphe, sehe ich gerade. Ah, die Reichweite wird erhöht. Wie habe ich die denn freigeschaltet? Des verlassenen Gewölbe des verlassenen Albtraumsiegels, heiliges Albtraumsiegel. Will ich hier... erlaubte Wiederbelebung 12. Oh, oh. Das bedeutet, da du dich nur 12 mal wiederbeleben darfst, du Klon. Kann man hier Glyphen auf diesen Paragon-Dingen, kann man die auch irgendwie einzeln? Ja, die kann man, das weiß ich nicht. Ich habe noch nie was zurückerstattet. Ah. Ich gehe jetzt hin. Eine seltene Glyphe haben wir jetzt bekommen, ne? Dadurch haben wir hier bekommen. Ja, weil ja durch das Ding hier haben wir jetzt so eine seltene Glyphe bekommen. Also, ja, ich hab die gerade schon gesehen. Das ist eigentlich eine mit einer höheren Reichweite. Ich habe was anderes. Ich habe Eximierung für jeden 5 Reich weiter erhobene. 3,3% erhöhten Schaden. Was? Ich habe Blutfresser. Ich habe Eximierung oder wie man das ausspricht. Ich weiß nicht mal, was hat er. Krieg viel besser. Ich habe halt Geschicklichkeit erhöht, glaube ich.
Habe ich gar nicht. Okay. Ja, aber ich kann das irgendwie jetzt nicht auswählen. Also ich kann das nicht da reinsetzen. Nee. In der Mitte, das Ding. Ja, aber ich kann das nicht alle da reinsetzen. Nee, wieso nicht? Ich kann das nur, ich weiß nicht, passiert nichts, wenn ich das... Okay, ich kann meine da reinpacken. Ja, das freut mich, ich nicht. Die Voraussetzungen werden nicht erfüllt, weil ich nicht so viel Geschicklichkeit habe, aber... Ja, ich kann das trotzdem nicht da reinsetzen, ich kann das nicht mal auswählen. Okay. Weiß ich nicht. In Radius, aber Reichweite und Voraussetzung. Also bei mir steht Voraussetzung nicht erfüllt, aber ich kann die trotzdem da reinpacken. Ich nicht. Aber weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Gut, haben wir das geklärt. Okay. Machen wir mal als nächstes. Und noch irgendwas Weißes? Ja, Albtraum Dungeons haben wir jetzt. Eine Quest. Nutzt das Albtraumsiegel. Also was wir gerade bekommen haben, ne? Ist doch gerade Tag geworden. Ja, mach mal das. Wir haben ja zwei verschiedene, oder ist das derselbe Albtraum Dungeon? Ich habe standhafte Kaserne Albtraum Siegel. Ja, da haben wir wahrscheinlich nicht dasselbe. Ich habe Gewölbe der verlassenen Albtraum Siegel. Schicken, wie das Ding heißt. Da musst du unter Gegenstände gehen. Verbrauchsgegenstände. Ja, ich bin ja auf dem Ding drauf. Wo steht denn, wo da steht Dungeon? Heiliges Albtraumsiegel, wer ist denn das Ding? Gewölbe der verlassenen Albtraumsiegel. Also ich habe so einen blauen Gegenstand mit blauem Text. Ja, da steht Gewölbe der verlassenen Albtraumsiegel. Na, weiß ich nicht. Haben wir zwei verschiedene bekommen? Ja, nehme ich mal an, ne? Na, warte mal, soll ich mal meins aktivieren? Oder sollst du deins aktivieren? Ja, dann aktiviere ich mal meins. Okay. Die Fiegel verbrauchen im Albtraum Dungeon die Gewölbe. Aktivieren. Oh, antworten. Ja, annehmen. Keine Ahnung. Wie das kann, sowohl das Abend aus, um euch zu. Jetzt können wir beide da reingehen. Nehme ich an. Okay. Gewölbe der Verlassenen. Das ist. Da, wo wir halten jetzt. Na, eigentlich hatte ich es doch. Wo ist es? Wo kann ich das denn nachgucken? Ja, warte. Ach, da oben ist das. Ist über uns irgendwo. Ja, irgendwo. Ich habe jetzt schon wieder aus den Augen verloren. Ja, ich habe es auch gerade irgendwo. Irgendwo hier. Gewölbe der Verlassenen. Oder? Ja. Okay, dann ist er da. Dann gehen wir nach Breastteig. Gehen wir zum Brustteig. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Okay. Das der Wolf. Kann ich hier nicht tun. Na, guck mal. Okay, oh, da kriegst du einen Aspekt halt für Totenbeschwerer. Ja, ja, warte mal, wo bist du jetzt? Ich bin beim Brustteig. Ja, ich weiß nicht, wo die scheiß Stadt ist, du Klon. Ich frage mich, warum mir das nicht angezeigt wird, geil. Ganz oben links. Das ist eine hervorragende Beschreibung der Situation, da ganz oben links. Auf der Karte. Normalerweise, ja, ganz oben links. Wie groß die Karte ist, Mann. Ja, dann gehst halt mit dem Cursor ganz oben nach links.
Da ist ein großer Kompass, Daniel, und das ist das Ende der Karte. Ja, von da aus geht es ein ganz klein bisschen nach rechts. Ja, normalerweise wird mir immer angezeigt, wo du hingehst. Ja, man muss auch alleine zurechtkommen beim Reisen. Kannst mich nicht einfach als Taxi benutzen. Was musst du ja gut sein. So. Mal gerne mal wie so ein Schrein finden. Gehen wir ja richtig. Nee. So ein Lilith Schrein wäre jetzt nicht schlecht, ne? Ja. Yeah. Mit Stärke und so, ne? Ja, der kommt schon klar. Hier lang, oder? Ja. Oh nein, ich habe mich an der Nase gekratzt. Sind auf Kreis gekommen. Nein. Wer beschäftigt? Ich bin nicht da. Alter, was ist das für eine Musik? Ich höre so komisch. Beinahe. Okay. Sie rennen schneller, ihre Geschosse treffen besser und fliegen schneller. Ihre mächtigen Angriffe haben weniger Abklingzeit und sind stärker. Oh nein. Sie rennen schneller. Hilfe! Bitte! Seid vorsichtig! Gegner, dann pass auf, da kommen sie. Nein! Hey, boom. Ich bin noch nicht bereit. Oh. Oh nein, explodiert. Ich muss warten. Oh Gott. Au. Hast du das gesehen? Ja. Wir sehen so ein riesiges Ding von meinem nächsten Rehab. Oh Gott. Ja, jetzt wird definitiv wieder ein bisschen. Ich kann jetzt nicht wieder im Koma hier spielen, wie vorher. Ich muss wieder ein bisschen aufpassen. Aua, was wird das denn schon wieder? Ich glaube nicht, dass wir den Dungeon schaffen. Ach was. Ich glaube schon. Nur 12 Wiederbelebungen. Willst du alle an mir verballern, alles klar. Ist überhaupt kein schlechtes Zeichen, ne? Wir waren ja nicht mal Bosse, ey, und wir sind beinahe draufgegangen, und zwar alle beide. Ein druidischer Siegelring. Mehr Engelshaucher. Heuerjo! Da freue ich noch meine Ultimate rein. Stamm. Hier ist alles unter Kontrolle. Ja, weil ich meinen Crowd Control Skill benutzt habe hier. Ja, und ich habe reingestampft. Ah. Ja. Und ich habe reingestampft. Alles auf noch Plan. Ja, das ist wie so einer im Kindergarten, der Daniel. Oh nein, der ist schon irgendwie sogar irgendwie. Der gerade in so einen Hundehaufen getreten ist. Wieso hast du das denn gemacht? Ich habe reingestampft. Ich habe mir voll gegeben.
Oh Gott, sind da viele! Rot! Der ist nicht der richtige Moment eingefroren zu sein. Oh nein, das Ding explodiert! Keine Angst, Leute, wir sind schon unterwegs. Bleibt standhaft! Gemeinsam sind wir, ich werde die ganze Zeit eingefroren. Geh weg von mir. Sie werden uns niemals unsere Freiheit nehmen. Wavehard oder was? Mein Gott. Oh, ich habe eine Glyphe bekommen, was? Einfach so. Ich habe eine legendäre Glyphe bekommen. Was? Okay, das freut mich für dich. Kann man einfach so droppen. Oh Gott. Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich meine. Da wird irgendwas leuchten. Das ist ein Champion, oder? Ich bin noch nicht bereit. Ich habe direkt meine Bros gerufen. Diese Dinger müssen wir stärker. Ich habe alles nur legendär, Daniel. Meine Sachen sind schlechter als deine. Sieht aus, als könnte man hier durch. Ja, gleich, ne? Okay. Hier sind wieder einiges an Gegnern. Hey, yo! Da bitte sag was Gutes. Jawohl. Ich muss was. Da, wo sind Gegner? Komm. Sind nirgendwo Gegner? Nein. Ja, wir haben auch alle getötet. Na. Ups. Na, jetzt müssen wir durch diese eine Tür, glaube ich. Bevor wir da durchgehen, muss ich mal. Na, warte mal kurz hier. Mal kurz, ey. Muss mal einen Schnitt machen und meine Glyph hier auschecken. Wie sich das immer anhört, ich muss einen Schnitt machen. Ich stell mir mal vor, der Daniel schneidet sich mit dem Messer in die Hand, ey. Okay. Ich glaube, das hier will ich. Kann ich ihn nur einmal benutzen? Nee. Die ist jetzt für immer freigeschaltet, oder? Oder nicht? Keine Ahnung.